Das beste iPhone, das es je gab. Diesen Spruch hören wir jedes Jahr und natürlich stimmt es auch in diesem Jahr wieder. Was sich alles so hinter dem neuesten Flaggschiff aus dem Hause Apple befindet, schauen wir uns heute mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Das iPhone 6s Plus kommt mit einem 5,5 Zoll Full HD Display daher, welches eine Pixeldichte von 401 ppi besitzt. Das Display gefiel mir sehr gut, sowohl die Farben als auch die Schwarz- und Weiß-Werte konnten überzeugen und vom Blickwinkel her will ich erst gar nicht anfangen. Das Display klebt einfach an der Oberfläche und ist einfach herrlich anzusehen. Neu kam in diesem Jahr die sogenannte 3D-Touch-Technologie in das Display, welches anfangs mehr wie ein Gimmick aussah. Nach einigen Monaten muss ich jedoch sagen, doch ich nutze das Feature wirklich häufig und möchte es nicht mehr missen. Ansonsten handelt es sich hierbei um ein ganz normales IPS-Display, welches mit einem ionengestärkten Glas geschützt wird. Kratzer oder ähnliches konnte ich nach nun fast 4 Monaten der täglichen Benutzung nicht auf dem Display finden, hier bin ich also sehr zufrieden. Die Form des iPhone 6s Plus hat sich im Vergleich zu seinem Vorgänger nahezu nicht geändert, lediglich die Dicke stieg von 7,1 mm auf 7,3 mm und die restlichen Abmessungen blieben bis auf 0,1 mm Abweichungen exakt dieselben, was sehr praktisch ist für jene Leute, welche schon iPhone 6s Plus Zubehör hatten. Vom Gewicht her hat das iPhone 6s Plus um ganze 20 Gramm zugenommen, was jetzt nicht nach viel klingt, aber ich muss sagen, im Alltag merkt man das doch. Alles in allem ist es jedoch nicht so schlimm, das Gewicht geht total in Ordnung für ein Smartphone dieser Größe. Bevor wir uns der Rückseite und den internen Spezifikationen widmen, schauen wir uns noch kurz die restliche Vorderseite und die Seiten an. So haben wir einmal den Touch ID 2.0 Sensor, welcher wirklich verrückt schnell ist. Es ist nahezu unmöglich, einfach nur auf den Home-Button zu drücken, um seine Benachrichtigung oder die Uhrzeit zu checken. Nein, das pure Antippen des Buttons reicht aus, um das iPhone zu entsperren. Es ist wirklich verrückt. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Sensor. Er ist wirklich nochmal um einiges besser geworden, als das beim Vorgänger der Fall war. Sowohl in Sachen Geschwindigkeit, aber auch in Sachen Zuverlässigkeit. In 99% der Fälle klappte dieser immer, was schon sehr gut ist. Wenn wir uns mal die Unterseite ansehen, so haben wir hier das gewohnte Layout wie auch schon beim Vorgänger. Auf der rechten Seite haben wir die Lautsprecherreihe, gefolgt vom zentrierten Lightning Port und links haben wir dann noch ein Mikrofon und den guten alten 3,5 mm Klinkenanschluss. Hier ist also alles beim Alten geblieben. Weiter geht es dann mit der linken Seite. Hier haben wir zum einen mal den Mute Switch und die Lauter- und Leiser-Taste, welche sich sehr gut bedienen lassen und nach wie vor wie am ersten Tag funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir dann noch den Power Button sowie auch eine Nano-SIM-Karten-Slot, welcher leider noch keine Dual-SIM oder Speicherplatzerweiterungen zulässt. Schade, aber naja, vielleicht erleben wir dieses Wunder ja irgendwann in der Zukunft. Doch nun genug davon, schauen wir uns mal die Rückseite an, denn hier ist der wohl einzigste erkennenswerte Unterschied zum iPhone 6 Plus. Und was ist das? Genau, das S-Emblem. Ansonsten ist das Gerät wirklich sehr schwer von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Wenn ihr jedoch auf Nummer sicher gehen wollt, schaut einfach auf die Rückseite, dann wisst ihr, was Sache ist. Unter der Haube haben wir noch immer den guten alten Dual-Core-Prozessor, dieses Mal jedoch in einer weiteren Version mit einer weiteren Leistungssteigerung. Der Apple A9-Prozessor taktet mit 1,84 GHz pro Kern und ich kann euch nur eins sagen, das Teil fliegt nur so durch alle Applikationen und Anwendungen richtig gut. Des Weiteren wurden bei diesem iPhone nun auch endlich 2 GB RAM eingebaut, was einfach so praktisch im Alltag ist. Denn Applikationen müsst ihr nahezu nie nachladen, für Safari Tabs gilt dasselbe und es ist einfach toll 2 GB RAM zu haben. Am liebsten hätte ich sogar 3 oder 4, aber wie gesagt, auch 2 GB sind schon mal ein großer Fortschritt, über welchen ich sehr dankbar bin.
Als nächstes haben wir dann noch den Akku, welcher in der Tat wirklich kleiner geworden ist, denn dieser besitzt nun nur noch 2750 mAh im Gegensatz zu den 2915 mAh beim iPhone 6 Plus. Ich weiß nicht wie, aber Apple hat es geschafft, trotz geringerer mAh-Anzahl die Batterielaufzeit gleich zu halten bzw. nochmal etwas zu verbessern. Ich hatte keinerlei Probleme durch den Tag zu kommen und meistens waren sogar zwei Tage absolut kein Problem. Benutzungszeiten von 10 bis 13 Stunden waren so der Durchschnitt, hier war ich also wirklich sehr erstaunt und vor allem auch sehr begeistert. Von daher muss ich wirklich sagen, wer einen guten Akku will, kommt am iPhone 6s Plus wirklich schwer vorbei. Als letztes Hardware-Teil möchte ich noch kurz die Kameras ansprechen. Auf der Vorderseite haben wir endlich eine 5-Megapixel-Kamera mit einer Blende von f2.2, welche nun 1080p-Videos aufnehmen kann. Und auf der Rückseite haben wir auch eine Steigerung der Megapixel bekommen, welche zwar eigentlich nicht viel aussagt, außer in diesem Fall. Denn mit der 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite ist es nun endlich möglich, 4K-Videos aufzunehmen und die Qualität lässt sich wirklich sehen. Wer sich selbst davon überzeugen will, kann gerne mal bei meinem 4K-Kamera-Testvideo vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ragt die Kamera jedoch noch immer aus dem Gehäuse heraus, welches beim iPhone 7 hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird. Es stört zwar im Alltag nicht sehr, aber sieht halt nicht wirklich gerade gut aus. Neben der Kamera haben wir auf der Rückseite dann noch ein weiteres Mikrofon und den Dual-LED-Blitz, welche auch schon im Vorgänger zu finden waren. Und das war's dann auch schon wieder mit der ganzen Hardware und bevor ich dieses Video beenden möchte, schauen wir uns noch kurz die Software an. Schon beim ersten Entsperren des iPhones seht ihr es, wie rasend schnell das geht. Es ist wie wenn es von einem anderen Stern wäre. Sobald wir auf dem Homescreen angekommen sind, können wir uns durch das System navigieren und auch hier seht ihr es schon, keine Ruckler, alles ist sofort da und Frame Drops etc. sind hier Fehlanzeige. Egal was ich mache und wie schnell ich es mache, der Apple A9 Prozessor und iOS 9 sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt und das System läuft einfach stabil und flüssig, was ja immer der große Vorteil bei Apple Produkten ist. Wenn wir jetzt noch mal kurz einen Geekbench Test durchlaufen lassen, sehen wir schon, dass wir hier einen Single Core Score von 2550 und einen Multicore Score von 4454 haben, was einfach überragend ist. Aber ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit diesem Review zum iPhone 6s Plus. Ich glaube, ihr habt es schon rausgehört. Ich bin wirklich ein großer Fan vom diesjährigen Flaggschiff aus dem Hause Apple. Auch den Umstieg vom iPhone 6 auf das 6s Plus bereue ich nicht, denn das größere Display und der größere Akku sind wirklich sehr angenehme Dinge, welche ich nicht mehr missen möchte. Auch von der Größe her muss ich sagen, ist es total in Ordnung. Man gewöhnt sich schnell daran. Falls ihr jedoch nach etwas kompakteren sucht, so könnt ihr auch natürlich zum iPhone 6s greifen. Dieses hat ein 4,7 Zoll Display und sollte von daher viel kompakter sein als der große Bruder. Hier müsst ihr jedoch mit einem kleineren Akku leben und auch ein paar zusätzliche Features wie das fehlende Full HD Display oder die fehlende Hardware Stabilisierung der Kamera sind beim iPhone 6s nicht vorhanden. Ansonsten kann ich jedoch beide Geräte nur wärmstens empfehlen und ich freue mich schon auf das nächste iPhone, welches hoffentlich mal wieder eine optische Neuerung mit sich bringen wird. Falls ihr euch die Unboxings zu beiden Geräten nochmal im Detail ansehen wollt, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung schauen, denn dort findet ihr den Link zum Unboxing vom iPhone 6s Plus sowie auch vom iPhone 6s. Jetzt würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn vom iPhone 6s oder iPhone 6s Plus? Welches würdet ihr bevorzugen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Jetzt hoffe ich noch, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und einem Abo riesig freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.